Da läuft es. Hallo, liebe Menschen, zu Ad Infinitum, einem Spiel, das sich dem Thema widmet, was auf jeden Fall ziemlich bedrückend wird. Deswegen auch gleich am Anfang mal eine kleine Triggerwarnung. Denn es geht um den Ersten Weltkrieg und, habe ich nur so mitgekriegt, auch um PTSD. Es gibt aber, glaube ich, auch eine Horrorkomponente. So ganz sicher bin ich mir nicht. Aber es hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Und hier läuft auch schon direkt gute Mucke. Ich habe das eben auch schon laufen lassen. Das ist eine wunderschöne Melodie. Aber dafür haben wir keine Zeit, denn wir werden einberufen. Und da kann man nicht noch den schönen Künsten lauschen. Nein, da geht's wirklich ab in den Dreck. Und hier geht's auch gleich los. Deswegen bei mir ohne viel Trara, Grüße an alle. Ich weiß nicht, ob das jetzt Horror-Horror wird oder ob es einfach nur mega deprimierender, schweinescheißiger Dreck wird, in dem wir da gleich versuchen zu überleben. Ich weiß es nicht. Aber wir alle kennen natürlich so ein bisschen die Geschichten über den Ersten Weltkrieg. Ich bin gespannt, wie das hier verwirklicht wird, worum es letztendlich geht. So, ich starte und bin auch ruhig. Prolog. Ich hoffe, optisch läuft alles. Wenn was nicht läuft oder Ton, sagt Bescheid. Ich glaube, es müsste richtig eingestellt sein. Ihr findet es übrigens von Narcon Games, der Publisher. Kennt keiner. Die machen hauptsächlich so Bicycle-Simulatoren und so ein Kram und Tour de France-Kram. Aber die machen jetzt demnächst auch irgendwas richtig Bekanntes. Ich habe es nur gerade vergessen. Aber die machen irgendeinen Titel, wo ich dachte, hä, da macht ihr Du was hast zu? es einmal Egal. getan und du musst es wieder tun. Oh, und der Dev ist übrigens scheinbar im Chat. Das freut mich sehr. Wenn ihr Fragen habt, postet die im Chat. Ich bin jetzt ruhig. Ich lese das mal vor. Seit Monaten hast du die langweilige Aussicht auf die Tabellen verflucht. Jetzt wünschtest du, du müsstest deinen Unterstand nie verlassen. Rot ist auf jeden Fall nie gut. Okay. Das nehmen wir schnell mit. Ich kenne mich jetzt natürlich überhaupt nicht aus mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs, was solche Details angeht, wie was dieser Code vielleicht bedeutet. Ich wette, dass es ein authentischer Code ist, den man vielleicht kennt. Die Buchstaben verschwimmen vor deinen Augen. Mit Mühe kannst du sie dennoch entziffern. An alle Stationen im Kampfgraben. Order Morgengrauen. Ich weiß nicht. Ihr könnt den Chat mal fragen, was das bedeutet. Ich habe mit ihm gesprochen, aber ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Da steht doch viel mehr. Ich weiß, wir sollen jetzt auf jeden Fall gleich unseren Befehlen folgen, aber ich kann natürlich nicht anders, als mich hier nochmal so ein bisschen umzugucken. Sie wollen, dass ihr den Graben der Franzosen stürmt. Du betest, dass du dich irrst, aber es fühlt sich an wie ein Todesurteil. Ja, das ist natürlich ne, waren einfach so unfassbare Verschleißkämpfe. Und hier wird etwas repariert. Leider verstehst du kaum etwas von diesen technischen Dingen. Leider möchte ich da jetzt gar nicht so sehr in irgendwelche Details gehen, weil ich es einfach gerade jetzt zu wenig weiß. Aber ich habe natürlich auch schon viel dazu gelesen und so und irgendwelche Dokus. Aber es ist wahrscheinlich passiert schnell, dass man sowas vielleicht auch mal verwechselt mit irgendwelchen Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber diese Grabenkämpfe, dafür ist der Krieg ja berüchtigt. Und dann Giftgaseinsatz, das sind so die Sachen, wo ich mir sicher bin. Los! Bereit werden! Wir haben viel Recherche gemacht, aber nicht alles ist super akkurat, sagt der Entwickler. Der zieht sich da schon gleich aus der Verantwortung. Aber habt ihr da nicht auch
eine moralische Verantwortung, die Geschichte nicht zu verändern. Aber nein, ich mach nur Spaß, weil letztendlich weiß ich noch nicht, ob es ein Horrorspiel ist. Ich hoffe, es ist nicht einfach nur, wie gesagt, erdrückend und ähnlich, aber vielleicht ist es auch wirklich nur einfach eine Depression und PTSD. Erlebst du einfach und dann lässt sich das Spiel irgendwann zurück mit diesen Gefühlen. Ich weiß es nicht. Aber das finde ich übrigens sehr schön, wie er das inspiziert und wie man es nochmal so ganz genau auch sieht, weil das Gewehr ist ja dann doch schon sehr, sehr wichtig. Gut, wer eins hat, würde ich sagen. Ja genau, Senfgas, nicht Senfglas. Heute ist eher Senfglas. An Leute, die das jetzt als VOD sehen, ich werfe jetzt ab und zu Kommentare in den Raum, die sind dann natürlich vom Entwickler. Einem der Entwickler, der hier im Chat ist. Ich hoffe, er ist es wirklich. Was wir machen, ist quasi eine künstlerische Aufarbeitung des Ersten Weltkriegs, weil ja klar ist, dass wir nicht dabei waren. Ja, das hat ja auch niemand behauptet. Okay, schießen, zielen, soweit alles klar. Ich würde jetzt gerne ablegen, ja so. Das ist so ein bisschen der... Ja, aber ich habe doch mein Gewehr, dachte ich. Bisschen wie in Amnesia. Also rapschen und dann kann man halt das Ding manipulieren. Oh shit. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, in so einer Umgebung auch nur eine Woche zu überleben. Also einfach schon psychisch zu überleben, einfach nur, wenn ich hier hausen müsste, ganz im Ernst. Und dann noch die hohe Wahrscheinlichkeit hier irgendwie wegen ein paar Metern zerrieben zu werden. Antreten. Ja, okay, sehr gut. Alles für das Vater- und Mutterland. Man hört nur, man sieht gar nichts. Ich kann mir vorstellen, das passiert gar nicht richtig. So ein bisschen wie Hellblade Senua's Sacrifice, wo sie ja auch psychisch ein bisschen gestört ist. Alter, ich fühle mich auf jeden Fall die ganze Zeit unter Beschuss. Okay, ich sollte vielleicht wirklich mal langsam auch die Waffe rausholen, ne? Ist ja schon authentisch. Ich habe meine Munition. Naja, da kämpfen doch endlich auch mal ein paar. Von der Seite! Links rum! Links rum! Du weißt wirklich, ernsthaft, du weißt, dass dieser Stellungskrieg schon zu lange geht, wenn du original Warnschilder hast, weil hier immer Feindfeuer ist. Also das ist wirklich wie so ein Bad Neighborhood, wo man nicht hingehen sollte. Wo dann einfach schon mittlerweile abgesperrt ist. Jetzt weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich nehme mal an, die gehören zu mir. Aber das würde ich in einem echten Krieg überhaupt nicht einschätzen können. Ist vielleicht ein bisschen zu laut, ne? Bin ich sicher. Mach's mal einen kleinen Ticken leiser. Nein! Achtung, noch ein Geschütz!
Also es passiert auf jeden Fall enorm viel auf der Audioebene. Ist aber teilweise noch ein bisschen unoptimal, suboptimal abgemischt. Aber es ist wirklich schon cool. Aber es wirkt nicht so hundertprozentig authentisch. Aber es ist trotzdem eine Menge Aufwand. Alter. Da erinnert es mich wirklich sehr an Amnesia. Keine Ahnung. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, diesen Krieg weiter zu erleben. Aber ich muss durch. Jetzt dachte ich gerade für eine Sekunde, ich bin schon so drin, dass ich hier dachte, fuck, eine Mine. Ich war schon völlig bereit, dass ich jetzt gerade explodiere. Aber ich weiß gar nicht, inwiefern Minen im Ersten Weltkrieg waren. Personenminen sicherlich ein Ding. Fallen gab es schon immer, oder? Aber ich habe keine Ahnung. Weil die Minen, die wir kennen, waren doch wahrscheinlich jetzt eher so für Panzer gedacht oder Fahrzeuge. Na gut. Keine Ahnung, ihr wisst das im Chat besser. Alter Ficken! Oh, es ist auch extra laut. Und wenn sogar ich ein Tinnitus höre, dann ist es auf jeden Fall im Spiel auch enthalten. Also, dann ist es anstrengend enthalten. Weil ich höre ja normalerweise den Tinnitus gar nicht in diesen ganzen Medien. Oh, nee. Ach, total eklig, ne? Kann man eigentlich nur noch mit Humor antworten. Also so, ich überlege schon die ganze Zeit, was man jetzt so alles sagen könnte. Es gibt sicher eine Menge Sachen, sagt im Chat. Aber es ist halt, ne, echt einfach furchtbar. An der Stelle einfach finishen. Oh, das ist auch sehr krass. Das ist ein schönes Logo. Also auf jeden Fall eindrucksvoll, muss ich sagen. Gefällt mir. Und macht wirklich einem ein schlechtes Gefühl. Manchmal haben wir ja hier so Grusel-Horrorspiele. Zum Beispiel also die klassischen Haus-Horrorspiele. Da kann man fast nicht mehr sich gruseln oder irgendwie schlecht fühlen, weil man das schon so oft hatte. Das ist irgendwie nochmal jetzt... Das trifft einen doch. Finde ich zumindest. Okay. Das freut mich jetzt original erstmal für ihn. Das war wirklich der erste Gedanke, war, boah, gut für ihn und für mich ja auch, der ja so ein bisschen an ihn gebunden ist. Gib deinem Bruder den Dolch zurück! Es tut mir leid, Paul, ich... Und jetzt raus mit dir, du Dieb! Du bist nicht mein Sohn! Mein Gott. Vor allen Dingen eben habe ich noch drüber gesprochen und jetzt ist es wieder Haushorror. Aber ist gut, ich bin selbst schuld. So. Schön aufräumen, es gibt wieder nur Ärger. Irgendwann möchte ich mal eine Zusammenfassung, wie viele virtuelle Schubfächer und Türen und Schränke ich schon aufgemacht habe in meinem Leben. Oh, das ist die Gatling, ne? Ja. Ja, könnt ihr sicher mal nachgoogeln. Ist ja voll die krasse Geschichte zu Gatling, weil die ja eigentlich erfunden wurde. Habe ich vor einer Weile, gerade vor kurzem gelernt und direkt nochmal erzählt. Ich erzähle es nochmal. Erfunden wurde, um Kriege zu beenden oder irgendwie Leben zu schützen. Also die Intention dahinter war halt irgendwie weniger Verletzte oder so zu erzeugen und das ist irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen. Hat seine Männer im Griff. Ja, okay. Kann ich den mitnehmen? Nee.
Ja, das ist natürlich in der Zeit so ein bisschen. Ja, so heute wäre das irgendeine Szene aus irgendeinem Film, so der DeLorean und irgendeine popkulturelle Miniaturausgabe irgendeiner Szene, die jemand mag, was auch immer, könnte ja alles sein, ne? Aber damals waren das halt irgendwelche kleinen Zinnsoldaten und so ein Miniaturgebilde. Bilde ich mir ein. Also die Entwickler haben ja selbst gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig korrekt alles. Der Spiegel ist zerbrochen, du kannst kein Spiegelbild sehen, nur einen Schatten. Das impliziert ja auch, dass er ihn zerbrochen hat. Also er hat ganz sicher irgendwie das Schlimmste vielleicht noch vor sich. Paul, ich schicke dir das Morse-Alphabet. Du kennst es ja aus der Schule. Es ist eine ganz eigene Sprache, die ich mittlerweile fließend spreche. Zum Glück ist mein Telegrafenunterstand sicher gelegen. Er hat mir schon zweimal das Leben gerettet. Ich bin bald im Urlaub in der Heimat. Sehe ich dich diesmal? Oder wieder nur die Mutter? Bitte gib gut auf sie Acht. Dein Bruder. Da sagt jemand. An die Devs, Simon wird eure letzten Bugs finden, wie immer. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe es natürlich nicht. Ihr werdet auch, glaube ich, die Ersten, die... Also es passiert immer was, gerne auch wenn die Entwickler neben mir sitzen oder wenn ich mit denen irgendwie im Chat interagiere. Das ist einfach, es ist Karma. Mein Karma. Es ist nicht eure Schuld. Fühlt euch von Robin Williams geknuddelt. Das habe ich jetzt beinahe übersehen. Ah, okay, ist aber auch nicht wichtig. Es ist fast ein bisschen zu dunkel hier bei mir, aber es hat so diese Art von Dunkelheit, wo man es irgendwie nachvollziehen kann, weil diese Lampen machen ja irgendwie auch nicht so richtig alles hell. Trotzdem würde ich das Ding eigentlich gerne mitnehmen. Ich komme ja gleich raus. Deinem Bruder den Dolch zurück! Mein Gott, jedes Mal. Es tut mir leid, Paul, ich... Und jetzt raus mit dir, du Dieb! Du ja, ist ja gut. Jedes Mal, wenn man den anfasst, hast du den Flashback. Das ist aber unangenehm, da würde ich ihn nicht mehr benutzen. Kann sich ja nicht konzentrieren. Ich mag dass mittlerweile alle von diesen neueren Spielen auch so diese Staubflocken haben. Das muss genau so sein. Ich fühle mich jeden Tag schlechter. Bitte, Mutter der Barmherzigkeit, hilf mir. Ich will keine Spritzen mehr. Sein Vater, seine Ordensritter, sein Gift... Er sagt, ich bin verrückt. Er sagt, der Kuckuck sei mein Sohn. Aber ich weiß, was ich weiß. Sie haben mir alles genommen. Meine Kinder, meine Sprache, sogar meinen Namen. Er hat meine Bibel ins Feuer geworfen und deine Statuen zerschlagen. Aber dich können sie mir nicht wegnehmen, Mutter der Barmherzigkeit. Alright. Wo bin ich hier? Es sind super viele Räume jetzt schon. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon überfordert. Ich weiß ja nicht, wo ich jetzt hier eigentlich hin soll. Hier komme ich her. Okay, wir machen das, wie ist das immer? Immer nach rechts orientieren. Also gehen wir einfach mal einmal hier so lang. Geht nicht auf. Fenster. Ja, dazu kommen wir später. Ja, es sind dann wie immer, ne, viele Räume wahrscheinlich noch zu. Und ich glaube, es wird sich ja auch noch mal ein bisschen was verändern, was die Realität unseres Protagonisten angeht. Sowas hier ist dann ja so typisch, ne, das ist für so PTSD-Anfälle oder so, solche Geschichten. Aber ich will auch nicht behaupten, dass ich das mich damit auskenne. Vielleicht hier und da mal einen Podcast gehört oder so, aber mehr und nicht. Aber ich nehme an, auch aufgrund einer Texteinbindung am Anfang, die ihr verpasst habt, dass es auch um solche Themen geht. Okay. Schlimmer als das RBTV-Haus. Da kennt jemand noch das RBTV-Haus. Ja, das wurde damals nachgebaut.
Und das war irgendwie echt creepy. Aber das war cool, aber die hatten halt genau die Heinrichstraße nachgebaut. Nur trotzdem bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich überlege, Moment, geht's um den noch? Nee. Die Spritzen, Telefon, hier komme ich her. Wir sind jetzt hier einmal lang gegangen. Okay, dann gehen wir hier weiter. Oh. Das Zimmer des Bruders ist versperrt. Doch du hast etwas gesehen, aber er kann es nicht zeigen, Bruder. Briefaufzug Berlin, der 4. Oktober 1918. Also das andere, was wir gefunden haben, war von 1915 übrigens, glaube ich. Installation einer Aufzugsanlage. Der Generaldirektor von Schmidt, die Arbeiten werden bis Ende der Woche abgeschlossen sein und intern verrechnet. Gruber-Chef und der Direktor Farbenfabriken Karl von Schmidt und Co. Berlin. Ja, ist ja hier um die Ecke. Was hier noch? Das alte Zahnrad. Was hätten all die Adventure-Spiele im Gruselgenre ohne das Zahnrad gemacht? Es riecht nach Öl. Nehme ich direkt mit. Okay. Dadurch, dass Spiele heutzutage immer mehr Details haben, fällt es auch immer schwerer, alles abzusuchen, weil alles könnte was sein. Früher hat man das ein bisschen gemerkt. Schon an der Optik. Ja, du fragst dich, was da oben sein mag. Also ein neuer Aufzug. Sag mal, ob es warm genug ist. Warm. also doch warm eigentlich. Ob das warme Licht hell genug ist für euch. Oder ob ihr draußen... ob das bei euch durch die Komprimierung nicht gut genug ankommt. Manchmal ist es zu dunkel. Scheint ein ziemlich wohlhabender Haushalt zu sein. Ja, aber trotzdem siehst du, die können ihre Stromrechnung nicht mal zahlen. Man kann ja trotzdem noch mal drücken. Karl ist so grausam geworden wie sein Vater. Ich darf nicht vom Kriege sprechen. Nicht von meinen verlorenen Söhnen. Ich darf nicht in ihre Zimmer. Die Zimmer meiner eigenen Söhne. Ich darf gar nicht mehr sein. Wenn ich nur auch schon tot wäre. Es ist auf jeden Fall, finde ich, mit viel Emotionen in der Stimme vertont. Also, ja. Da merkt man, glaube ich, dass die Entwickler offensichtlich deutschstämmig sind. Aber ich bin mir nicht sicher, ist das wirklich ein deutsches Spiel oder ist es nur ein deutscher Entwickler in unserem Chat? Weil ich hatte den Eindruck, andererseits Bicycle Manager passt vielleicht zum Publisher, ich weiß es nicht. Muss ich mich aber fragen, wie sowas funktioniert hat früher. War das einfach eine Schallplatte? Oder? Ja, ich kann es auf jeden Fall eh nicht. Das hier ist doch dann, ist das schon hier, das ist schon eine Flamme? Also ist das dann, ist das Gas? Oder ist das eher, ja nee, Gas wahrscheinlich, ne? Ist am sinnvollsten irgendwie. Öl? Ich sehe keinen Docht. Ein Marsch zu Ehren unseres großen Generals Lothar von Schmidt. Ja, sowas soll man immer dabei haben. Wenn die einen aufgreifen, dann musst du immer so ein bisschen zeigen können, dass du das schon alles ganz gut findest. Meine liebe Mutter, wenn ich die Kanonen donnern höre, dann bin ich Papa nicht mehr böse. Dann mache ich mir Sorgen um euch alle. Meldet sich der Paul bei dir? Mir schrieb er kein einziges Mal zurück. Johannes. Ja, ist natürlich furchtbar, ne, wenn man... Also, es ist für mich absolut, um mal jetzt kurz mal einmal real zu werden. Es ist für mich so unfassbar und unvorstellbar, Kinder zu haben, die kosten so viel Mühe und Arbeit und so viel, die Sunken Cost Fallacy ist in diesem Fall nach, weiß ich nicht, wann werden die einbezogen? 18, 16, 21,
Die ist so hoch, diese Sunken Cost Fallacy, einfach das Geld, was du schon reingepupert hast. Du, um mit Al Bundy zu zitieren, du pumpst doch nicht Benzin in ein Auto, was du schon verschrottet hast. Und genau, bei ihm geht es, glaube ich, um seine Frau und Sex. Aber die Idee ist auf jeden Fall haltbar, dass du doch nicht dein Kind in den Krieg schickst oder auch nur erlaubst, dass das in den Krieg geht oder auch nur... also ich meine, klar, das ist natürlich, ne, ich meine jetzt, viele haben halt echt auch Pech und werden einbezogen oder dies und das, aber sobald es was absehbar ist, würde ich denken, Alter, ich muss mit meinen Kindern abhauen. Insofern kann ich auch jeden verstehen, der das macht, aber das ist halt einfach, du hast so viel Arbeit da reingesteckt und dann die in irgendeinen Krieg zu schicken, ist doch völlig behämmert. Das muss gegen sämtlichen Instinkt eines Elternteils gehen. Aber das weiß ja auch, das wisst ihr doch alle. Aber im Chat wird vor allen Dingen mehr darüber diskutiert, ob es Öllampen oder Gasleitungen sind. Also ich finde die Idee lustig, dass es Gasleitungen sind und deswegen hier der Vogel. Aber es ist ja kein echter Vogel, oder? Es ist ein mechanischer Vogel. Jetzt, ihr verwirrt mich. Also, Vogel wegen Gasleitung, dass wenn der Vogel tot ist, weiß man, oh, vielleicht jetzt mal aus der Haustür raus. Ein seltsames Bild, du hast Mutter nie so gesehen wie er. Mata Dolorosa. Also sehr heilig, die Mutter. Sehr heilige. Da hat sie sogar so ein Heiligenscheinchen. Sogar so einen richtig klassischen Heiligenscheinchen. Okay. Ich höre gleich auf. Und wir spielen weiter. Aber ich meine, ich glaube, das ist ja hier auch so gedacht, dass man es ein bisschen interpretiert. Achso, weil ich gerade eben nicht... Ihr habt es gar nicht gesehen, ne? Da ist sie mit dem Heiligenscheinchen. Sorry. Und der Vogel ist nicht animiert, um das gleich noch einmal zu beantworten aus dem Chat. So. Ah, ein Spinnrad. Ich finde das so interessant. Ich hatte, ich weiß nicht wo, ob es bei meiner Oma war oder wirklich in einer meiner, der Wohnung meiner Eltern oder so. Irgendwann kann ich mich erinnern, mal so ein richtiges, altes, auch quasi noch funktionierendes Spinnrad gesehen zu haben und das auch mega faszinierend, ich glaube, das war bei meiner Oma oder so, mega faszinierend zu sehen, dass das halt einfach so funktioniert. Das geht halt. Naja. Und natürlich dazu, ohne sonst wäre es ja nix, die Nähmaschine. So. Das ist komisch, manchmal fehlen die Texte. Also manchmal ist was vertont, manchmal nicht. Ich finde es nicht schlimm, aber es ist komisch. Auf Französisch. Mein Schwesterchen, wie geht es dir denn? Wir waren in Berlin. Ach, das ist eine Frau, ne? Wir waren in Berlin, um dich zu besuchen. Aber das arme Mädchen hat uns abgewiesen. Ein alter Mann hat auf Deutsch herumgeschrien, aber ich konnte nicht verstehen, was er sagt. Waren wir denn im falschen Haus? Wieso meldest du dich denn nicht mehr? Hast du die Spieluhr bekommen? Ich weiß noch, wie wir auf dem Platz vor der Kirche immer gesungen. Ich muss aufhören. Und die goldenen Vögelchen bewundert haben im Café von Mama und Papa. Wenn es zu schlimm ist, komm doch bitte nach Hause zu uns. Wie geht es denn den Kindern so? Bitte melde dich. Saint Balbin, den 3. Mai 1908. Also die haben hier eine Menge alter Zettel rumliegen, die wirklich teilweise seit 6 Jahren da rumliegen. Wie soll man verstehen, in welcher Zeit man sich befindet? Wahrscheinlich nach dem Krieg, klar. Aber warum liegen hier so viele alte Zettel rum? Damit man sie findet. Ich verstehe schon. Tja. Jetzt habe ich aber nicht wirklich was gefunden. Ich mag das Knacken vom Boden. Ist sehr authentisch. Finde ich. Bild der Mutter. Als du klein warst, war sie jeden Tag im Wintergarten, bis der Großvater zu euch kam. Klingt irgendwie seltsam bedrohlich. Auf jeden Fall war sie danach nicht mehr im Wintergarten. Das hatten wir eben, oder? Ja, der Karl. Und immer noch kein Strom. Mutter, ich freue mich, dass ihr wenigstens die Kälte überstanden habt. Aber ich weiß ja, wie ihr weiter hungert in der Heimat. Es wäre doch das Beste, sich geschlagen zu geben. Aber davon will der Vater sicher nichts hören.
Er glaubt bestimmt, dass der Krieg ihm Ruhm und Ehre einfährt wie dem Großvater. Ruhm und Ehre sind schon im ersten Kriegswinter gestorben. Mit welcher Lust wir in den Krieg gezogen sind. Wie dumm wir waren. Trotzdem werde ich dem Vater schreiben. Ich mache mir Sorgen um Paul. Johannes, 15. April 1917. Ja, das ist natürlich schnell passiert, ne? Es ist heute unvorstellbar, wie euphorisch man damals in den Krieg gezogen ist. Wobei man sich manchmal, das natürlich, wenn man manche Kommentare liest, jetzt zum Thema Ukraine und so, und auch denken könnte, okay, man kann es ein bisschen nachvollziehen, wie Leute so einen schlüpfrigen Abgrund irgendwie in so einen schlüpfrigen Abgrund geraten sind, ne? Irgendwie und erstes supporten und so, und dann muss es immer mehr sein. Irgendwann steht man selbst im Schützengraben und fragt sich, wie konnte es so weit kommen? Ja, genau so. Slippery Slope, direkt in den Schützengraben. Übrigens Antwort vom Entwickler, dass die Hauptcharaktere vertont sind und andere nicht. Liebe Frau von Schmidt, da Sie mir immer so lieb etwas extra zugesteckt haben, bringe ich Ihnen ein paar Kartoffeln. Wir haben alle nicht viel, aber ich weiß, dass Sie es doppelt schwer haben. Bitte passen Sie auf sich auf. Vielleicht kann ich wieder für Sie arbeiten kommen, wenn der Winter vorüber ist. In Freundschaft, Ursula Bruegel. 1918. Ich sage immer nochmal das Ja dazu, weil es eben wirklich wild verteilt ist und ihr kennt euch ja auch noch ein bisschen besser aus, habe ich das Gefühl, im Chat. Küchendienstplan, Bruegel, Adler, Bruegel, Adler, letzter Tag, Bruegel, letzter Tag. Das heißt, jetzt ist keiner mehr da. Ich will mal gucken. Da passiert was. Ah ja, genau. Es wurde mir ja gerade gesagt, dass ich irgendwas aufgeschrieben habe oder eine Mission. Ach, suche einen Weg ins Musikzimmer. Okay. In der dunkelsten Stunde rettet mich nur noch die Musik. Gibt es überhaupt ein Herz, das sich nicht durch sie erweichen lässt? Nur wenn Karl wieder dieses schreckliche Orchestrion und die Musik seines Vaters spielt, dann wird mir übel. Dann stürzt alles auf mich ein. Dann will ich nur noch sterben. Aber ich weiß, wo er den Schlüssel aufbewahrt. Okay, Karl ist ja so ein Arschloch. Aber sie ist auch Psycho. Und ich habe das Gefühl, wir sind potenziell vielleicht der einzige Normale, obwohl wir gerade aus dem Ersten Weltkrieg kommen, aber ich glaube, das wird sich auch noch anders zeigen. Und jetzt wissen wir halt zumindest, irgendwo ist der Schlüssel versteckt. Karl hat ihn irgendwo versteckt, wahrscheinlich in seiner Bude. Ja. Zündhölzer, Zahnrad, Orchestrion, Notenrolle und Salz. Kann man so mal jetzt einfach im Hinterkopf behalten, vielleicht. Ja, ich hab doch jetzt alles. Andere Dokumente verbleiben in der Spielwelt. Du kannst sie wieder lesen und so weiter. Okay. Oh. Das ist auch nicht original. Okay. Und schon wieder. Das machen wir gleich. Da reingehen. Ich will erst nochmal weiter gucken. Er sieht so ein bisschen aus wie der Lord, dem gerade der Zehnte gegeben wird. Fährt durch die Länder und sammelt überall die Steuergelder ein. Das wird irgendwann auf dem Mars, ist das denn Elon Musk? Auf seinem kleinen Mars-Cybertruck dann immer so mit so Riesenreifen. Und wenn du nicht zahlen kannst, dann fährt er so über dich rüber mit seinen Riesenreifen und lacht aus seinem Elon Musk Mars-Truck-Megafon. So. Anmache ich das Ding jetzt. Also jetzt haben wir offensichtlich festgestellt, dass das hier
eine Öllampe ist, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Soll Ihnen, Herr General und Ihrer Familie, dieses Orchestrion und der Marsch, den wir Ihnen übersenden, das Schlachtgetümmel ins Hause bringen und Sie stets an Ihre zahlreichen Siege und die unserem deutschen Vorväter erinnern. Das Orchestrion ist das Maschinengewehr unter den Musikinstrumenten, denn es löst alle Probleme mit einem Schlag. Ihre Brüder vom ritterlichen Orden des Roten Adlers. Nein, das war nicht Hitler, sondern es war einfach die Nachrichten von damals. Oder wie die Leute damals, da haben die alle auch so gesprochen. Ist das hier eine Orgel oder kann ich hier, ist es, sieht aus wie so ein Küchenschrank mit so Utensilien, die ich nicht erkenne. Aber es ist tatsächlich ein riesiges Orgeldingens. Ich habe ja den nötigen, die nötige Rolle dafür. Herr Generaldirektor, jemand scheint sich mit Ihrem Orchestrion einen Spaß erlaubt zu haben. Es wurden verschiedene Teile mutwillig ausgebaut. Die Walze habe ich gefunden und eingebaut. Von dem entwendeten Zahnrad fehlt allerdings jede Spur. Auch Ihre Notenrolle, von der Sie sprachen, fehlt. Den Schlüssel habe ich Ihnen wieder zurück in das Kästchen in der Eingangshalle gelegt. Wir setzen nun die Installation des Lifts fort. Hochachtungsvoll, Klaus Walters. Orchestrion. Das ist also dieses Orchestrion. Ich ahnte es schon. Ja, viermal Schlüssel, okay. Und dann kann ich erst hier die Rolle und den ganzen Kram reinbringen. Ich habe mich schon gerade gefreut, weil ich dachte, geil, ich hab's schon. Nee, so leicht ist es nicht. Es ist immer noch, vor dem Schlüssel ist noch ein Schlüssel. Aber jetzt wissen wir, hier wird Klavier gespielt, hier ist das Orchestrion. Und was ist hier? Oh. Ich habe das Gefühl, wir müssen in diese Richtung hier. Wir werden alle Türen führen dorthin. Hey, nicht schubsen. Wenn du so eine lahme Schnecke bist, du hältst die Räuberleiter nie richtig. Ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht immer durchs Fenster reinsteigen. Aber ihr habt ja nicht aufgemacht. Ja, ich habe extra geklopft. Und du bist nicht gekommen. Ach, ihr. Dann kommt jetzt rein. Und nicht so laut. Der Großvater schläft. Oh, shit. Es ist halt wirklich ein fucking Herrenhaus, Leute. Genau so. Das ist ja genauso, meine Freunde. Ist es jetzt eine Hommage oder nicht? Weil es ist wirklich fast genauso. Es ist ein bisschen anders, okay, aber es ist... Also wirklich. Das ist einfach die klassische Resident Evil Halle. Hier ist normalerweise eine Tür. Hier geht es eigentlich hier so runter. Ne, geht es hier auch runter? Ich habe auf jeden Fall keine Lampe. Aber ansonsten ist es wirklich, hier ist die Haustür, da wo die Hunde immer rauskommen, wenn du abhauen willst. Hier steht normalerweise die Schreibmaschine und hier hinten geht es halt auch eigentlich weiter. Aber dieser Part, der ist auch eigentlich neu. Oh, hier ist wirklich was. Ich piss mich weg. Es ist halt wirklich fast genauso. Nur halt hier, ab hier wird es dann uncanny und unrealistisch, aber im Grunde ist es schon genau das. Ah, ich lass mal offen. Ich muss gucken erstmal die Halle an. A Dining Room, genau. Der müsste dann hier sein. Ach, sowas erhält. Ich weiß es irgendwie. Man könnte sagen lazy, aber nö, ich finde es nicht lazy. Ich finde es total schön, sich so Hommagen irgendwie zu überlegen. Und es, ich meine, es sieht ja nur so aus. Ich sehe das ja nur drin. Wahrscheinlich sahen alle Herrenhäuser in einer gewissen Weise so aus. Die Titanic sah doch auch genauso aus. Der große Treppenraum. Okay. Der süße Duft des roten Wachses strömt dir in die Nase. Ich nehme die mal mit, ja. Ein Bild von deinem Bruder und dir. Der Blick fällt auf den Nachruf daneben. Du hast gekämpft. Sie haben dich einfach aufgegeben. Das ist ja wahrscheinlich dann auch noch, ne? Das ist diese Dolchstoßlegende. Bringen wir die Nachricht, dass die Söhne unseres Generaldirektors und Enkel des großen Generals Lothar von Schmidt, Paul von Schmidt, geboren am 5.3.1899,
und Johannes von Schmidt. Geboren am 3.10.1893, den Heldentod gefunden haben. Wir bitten um stille Anteilnahme. Berlin, 12. Oktober 1917. Farbenfabriken Kai von Schmidt und Co. Ja, krass, ne? Und dann kriegst du so einen Lappen und dann steht irgendwie drin, ja, deine beiden Söhne kannst du gehackt legen, die sind durch, aber trotzdem, thank you for your service. Und dann hier hast du nicht noch einen anderen Sohn? Können wir nicht noch den dritten Sohn, wir haben echt dringend jetzt, wir müssen da den nächsten Hügel, wollen wir dringend erreichen. Ja, krass. Der Entwickler hat übrigens bestätigt, dass Resident Evil als Vergleich schon von anderen kam, aber wir haben einiges an Referenzen gehabt. Aber es ist klar, es ist ein Herrenhaus. Die sehen halt so aus. Ein großes Mansion sah damals so aus. Aber ich sehe trotzdem Resident Evil darin. Ihr könnt es nicht verhindern. Der Kaiser rief und alle kamen. Gott mit uns. Ah, die Leute waren auch noch so einfach. Ich meine, manche sagen, heute sind die Leute immer noch einfach. Aber damals hat einfach... Was? Das ist ein Zettel. Naja, da muss das ja stimmen. Ich meine, das sagt ja ein Zettel. Also die würden sich nicht die Mühe machen, diesen Zettel zu schreiben, wenn die nicht einen Punkt hätten. Da steht, dass wir kämpfen müssen, sonst überrollen die uns. Ja, da müssen wir uns morgen anmelden. Was, ich krieg sogar noch einen Fruchtkorb. So ungefähr fühlt sich das für mich an. Die Leute waren einfach auch dumm. So, ja, mein Leben, ach egal, ist doch ganz geil. Der Opa war auch im Krieg, der erzählt immer davon, das war ganz cool. Entschuldigung, aber so, das ist so ein bisschen das Gefühl, habe ich manchmal, wie die Leute damals waren. Ich nehme jetzt alles mit. Ich glaube, die Leute waren dumm. Die hatten Blei, Wasserrohre und so ein Shit. Die waren dumm. Die waren irre. Eine Postkarte, wo du irgendwie Schwarz-Weiß-Brüste gesehen hast, war für die Porno. Dein Punkt ist, wir sind immer noch dumm. Ja, da hast du recht, aber es ist schon eine Frage, wie dumm. Also wir brauchen ja auch mal jemanden, auf den wir herabschauen können. Und das sind dann halt die Leute zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. So. Nee, wirklich, die Leute in den 20ern waren schon ein ganz besonderes, weirdes Völkchen. So. Okay. Habe ich mich jetzt verlaufen? Ja, hier ist das Dingens wieder. Okay. Naja, nicht verlaufen, aber einmal rundum gelaufen. Aber dann muss ich doch nochmal schauen, wo hier noch was ist. Hier zum Beispiel. Nee, doch nicht. Ich meine jetzt mal ganz dumm. Was bräuchte ich denn hier? Wahrscheinlich halt wie immer so ein Kettenschneidegerät. Ein Kettenschneidegerät. Und dann ist Schneidzeit. Meine Freunde, aber ob wir das heute noch hinkriegen, ich weiß es nicht. Natürlich kann der Entwickler, der jetzt im Chat ist, gerne helfen. Aber ich nehme an, ich mache es schon relativ richtig. Ich kann ja auch nur dem Weg folgen. Patientin Magdalena von Schnitt. Zur Behandlung der ausgeprägten Hysterie, Melancholie ihrer Gattin ist jede emotionale Belastung zu vermeiden. Sie muss auslösende Faktoren meiden. Bis zur Verbesserung des Krankheitsbildes empfehle ich eine Injektion alle 2 Tage. Bei stärkeren melancholischen Phasen ist eine Injektion täglich zu empfehlen. Jetzt würde ich gerne wissen, was sie da... was sie da machen. Welche Injektion... Alter! What the fucking fuck, ey! Da guck ich einmal nicht nach vorne. Das ist runtergefallen. So, ne? Jetzt bist du auch nass. Nicht spritzen. Mama, der hat mich mit Wasser nass gemacht. Setzt euch mal zu mir ans Ufer und dann die Füße ins Wasser. So. Schön warm, oder? Warm und nass. Guck mal die Segelboote, wie schnell die sind. Die fahren bestimmt nach Amerika. Von Wannsee aus? So groß sind die Seen nicht. Na, vielleicht ja doch. Vielleicht finden sie ja einen Weg. Über die Havel, zur Elbe, dann nach Hamburg, dem Tor zur Welt. Und dann... Dann ist alles möglich. Hörst du das, Berlin? Hörst du das? Hörst du das, Berlin? Was ist denn das? Ich kann kein Berlinerisch. So.
Das ist natürlich traurig, weil es die Erinnerungen sind an die Kinder und ne, man weiß ja mittlerweile, was passiert ist. Jetzt habe ich nur eine Frage. Weil ich natürlich diesen mysteriösen Horroraspekt, es könnte alles sein, ich bin vielleicht gar nicht am Leben. Ich bilde es mir nur ein. Hatte sie jetzt nur zwei Söhne oder hatte sie drei? Weil die, oder ist der Vater einer von denen gewesen, die gestorben sind? Aber nein, ich habe die Jahreszahlen verglichen. Der eine war vielleicht, warte mal, irgendwas 17 plus. Also der eine war so 20, der andere war ein bisschen jünger oder so oder älter sogar. Also irgendwas in der Richtung. Also, was ich damit meine ist, bin ich vielleicht tot oder hatten die drei Kinder? Weil, ist das der Vater? Ja, ich habe mich das auch gefragt. Das ist der Vater. Definitiv. Vater hat nichts gesagt, als er das Bild von sich zum ersten Mal gesehen hat. Er hat nur geschwiegen. Ich finde es ziemlich cool, aber es ist nicht flattering. Aber vielleicht auf Socken. Also wenn das auf Socken gedruckt worden wäre, dann, es gibt keinen Vater, der sich nicht über Socken freut. Insgeheim. Insgeheim mögen wir alle Socken. Dann weiß man auch, dass man alt ist. Okay. Ich habe eine Menge Kerzen. Ich versuche mal jetzt hier die Kerzen einfach zu benutzen. Ne? Kann ich die... Kann ich nicht. Inventar schließen. Okay. Na gut. Ist kein Visage. Haben wir hier auch alles einmal durchgesucht. Also die, es ist jetzt ein Detail, aber diese Laufgeräusche sind toll, wirklich. Das ist ganz wichtig. Das sind so kleine Details, weil man ja ständig was hört. Auch das Regnen draußen, wenn das dann nicht authentisch wirkt, klingt, nimmt es viel von der Immersion weg. Ich finde das lustig, weil mit dieser Hysterie, man hat ja neben einem wundervollen Cocktail aus Morphium und was weiß ich noch allem und wahrscheinlich noch ein bisschen Blei drüber gestreuselt, hat man ja wirklich alles verschrieben. Aber ich kenne natürlich auch die Geschichten, was man eigentlich auch noch gegen Hysterie verschrieben hat. Heute würde man wahrscheinlich einfach ins Bergheim gehen oder in einen KitKat-Club oder irgendwas. Und dann ist deine Hysterie ganz schnell weg. Wie weggeblasen. Zeitung mit Verlustlisten, du willst sie nicht lesen. Ja, dann gehen wir jetzt mal einen Stock höher. Jetzt haben wir alles abgesucht. Ich kriege übrigens, liebe Entwickler, ich kriege großes Lob immer wieder für die Kamerabewegung. Und das ist nicht mein Skill oder so, sondern das ist einfach das Spiel... ist sehr gut auf den Controller, auf die Bewegung abgestimmt. Also als jemand, der ja wirklich immer versucht, die smoothesten Bewegungen hinzukriegen, damit das nicht so mausmäßig... Ei, sogar, okay, ich muss sagen, sogar mit der Maus. Ja, wobei, da ist es ein bisschen... Aber es hat trotzdem so einen gewissen... so eine gewisse Weichheit. Also es ist auf jeden Fall ungewöhnlich und gut, gut gemacht. Da haben wir ihn endlich, aber nur einen von fünf... 25. Mai 1916. Dass unsere beiden Söhne nun den Dienst für den Kaiser und das Volk angetreten haben, will Magdalena nicht hinnehmen. Kein Unsinn. Ich wollte Vater nie glauben, doch vielleicht hat er recht. Vielleicht ist ihr nicht zu helfen. Seit Vater vor 9 Jahren zu uns kam, ist sie völlig verändert. Ich habe ihr... Quecksilber. Alter, Falter, ey, verabreicht. Nach kurzem Protest war sie endlich still. Ja, das glaube ich. Alter, ich meine, ich weiß, die wussten halt damals echt nichts. Und ich meine, alleine wie lange das gedauert hat, bis die von der Erkenntnis, dass sie sich besser mal die Hände waschen, sich durchgerungen haben, das wirklich zu machen. Muss ich mir schon wieder die Hände waschen, nachdem ich da gerade die Leiche obduziert habe. Ach komm, lass mich doch mal kurz so eine kleine Geburt zwischenschieben. Und dann, ja, und dann esse ich selbst auch noch irgendwie mein Sandwich mit den Händen. Also es ist wirklich, die Leute waren so blöd. Bleileitung, ich sag's euch. Spritze in der Pulle Quecksilber. Auch alles von Farbenfabriken, Karl von Schmidt, die machen alles. Bleirohre, Farben und Medikamente.
Das ist jetzt aber schon ein bisschen traurig, weil ich habe hier gedacht, ich finde hier mehr. Wenn du ein Wappen hast, dann weißt du, deine Familie hat es geschafft. Ich würde gerne wissen, was diese drei Speere durch diesen Wolf bedeuten. Oh, die Musik ist wirklich hervorzuheben. Ich bin ruhig, aber ich laufe jetzt einfach rum und suche Türen, okay? Sind wir uns da einig? Ah, jetzt kommt gleich Harry Potter in die große Zauberhalle. Ich tänzel die Treppe runter. Hui! Was wollte ich eigentlich? Okay, a dining room. Ja, hier war ich doch schon. Ah, ich hab den Schlüssel. Ey, übrigens, wenn euch so Sachen gefallen, macht mal Ausrufezeichen Best of, dann weiß man, muss das nicht extra nochmal rausgesucht werden hier für die Best ofs, die sie immer schneidet. Wurde mir selbst gesagt, ich soll das bitte häufiger erwähnen. Deswegen erwähne ich es. So, ich suche das Akkordeon. Das heißt nicht so, aber es heißt so ähnlich. Ich bin natürlich genau falsch gegangen. Da ist es. Da ist es. Ich hab den Schlüssel. Ist übrigens auch gut. Also die Geräusche. Ich mag das auch, wenn man rennt, dass dann, ne, dass man das irgendwie. Geht es alles? Oh Gott! Ich dachte wirklich, man braucht vier. Nee, einer. Oh, ich habe gerade wirklich mich sehr gefreut, dass das jetzt so ist, wie es ist. Etwas fehlt hier. Da ist die Notadelle. Nee, da ist jetzt aber. Ich mag's. Aber es beißt sich ein bisschen mit der Klaviermusik von der Kollegin hier. Aber das war ja ein bisschen auch der Plan, oder? Dass sie sich gestört fühlt. Ha! Okay, aber jetzt mach ich hier. Tut mir leid. Liebes Orchestrion. Das war wirklich Battle of the Bands gerade. 20er-Jahre-Version. Bei diesem Male habe ich ihn gespürt. Als würde mein Johannes neben mir stehen und seine Hand auf meine Schulter legen. Ich bin tot und bin wieder hier als Geist. Herr Dupré hatte recht. Mit jeder Sitzung kommen wir unserem Ziel näher. Ich fühle es. Viele seltsame Zufälle ereignen sich. Das ist ein Zeichen. Ich habe wieder an der Puppe gearbeitet. Ich versuche, sie mit Leben zu füllen, damit Johannes sie annimmt und endlich zu mir zurückkehrt. Im Salon gibt es noch neue Kerzen, die wir beim nächsten Mal benutzen können. Okay, vielleicht sammle ich deswegen auch die Kerzen. Kein Wachszylinder. Ich bin mir nicht sicher, ob man die vielleicht speichern kann oder was das Kreuz soll. Ich gucke mir wirklich die Leiche erst später an. Leichen kommen immer zum Schluss. Die können warten. Ist das jetzt vielleicht eine Ölheizung? Das ist eine Ölheizung, oder? Das sieht eher aus wie eine Ölheizung. Ölheizung. Mann! Ich bin schon ganz gehabeckt hier. Ich meine natürlich Öllampe. Unser Stammbaum schlägt Wurzeln.
Das Geschenk aus St. Balbin. Ein Stück meiner Heimat zwischen den exotischen Pflanzen von Karls Vater. Aus besseren Zeiten, ja. Ich frag mich halt zum einen, was das da ist. Das ist ja kein Mensch, das ist eine Puppe oder so, oder? Jedenfalls, frage ich mich halt, ob ich vielleicht als Geist so lange hier rumgespukt bin. Ich bleibe erstmal bei dieser Geistgeschichte, bis alle gestorben sind, bis meine Familie, bis ich miterleben musste, wie meine Familie langsam verrückt wird. Das ist ja fast wie bei mir. Oh, ich hoffe, es war nicht zu laut. Ist das okay? Duo! Ah, die Mondscheinsonate. Klopft auch und ruft und will fressen. Er bringt mich um den Verstand. Ja, wie schon erwähnt, die Synchro ist toll, aber die Entscheidung war auf jeden Fall jetzt nicht so gut von ihr. Was auch immer das hier am Ende erzeugt hat. Nee, ist nur eine Puppe. Oh Gott. Ich dachte halt am Anfang, da ist einfach nur jemand extrem entstellt oder so. Hier fehlt etwas. Da sind die Kerzen. Ne? Da kommen jetzt die Kerzen hin. Vielleicht eine Kerze. Vielleicht muss ich vorher hier noch was machen. Seltsames Panel. Du fragst dich, wofür es gut sein mag. Hier kommt dann wahrscheinlich noch... Genau, hier kommt noch ein Wachszylinder rein. Das finde ich auch so verrückt, diese Wachszylinder. Ich meine, eigentlich voll logisch auch. Ist ja auch nicht anders als eine Platte, aber so... Weiß nicht, so ein Wachszylinder irgendwie. Das ist wirklich alt. Wenn die Leute denken, Schallplatte ist alt, Wachszylinder. Gibt's Wachszylinder-DJs? Wahrscheinlich nicht. Kannst du einmal scratchen, vorbei. Ist der ganze Song durch. Oder wenn es zu heiß wird. Kannst du nur im Eis, in der Eiszeit. So. Aber warum kann ich die jetzt nicht nehmen? Ich meine, das ist doch ganz sicher dafür. Wollt mich doch nicht verarschen, das kann doch nur dafür sein. Okay, warte mal, wie viel sind... Das haben wir... wegziehen vielleicht? Einfach mal weg. Weg jetzt hier. Ja gut, geht nicht. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab sie alle. Ich kann aber nur drehen, vergrößern und ebenso durchschalten. Dokumente, was da mit mir gesagt? Was hat denn der Haustür geläutet? Oh shit, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wie soll ich denn jetzt zur Haustür kommen? Hast du mal das Haus gesehen? Ja, aber ich glaube, ich finde es. Mann, gerade jetzt, wo es wirklich interessant wurde. Ja, 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 ja! Sehr geehrte Magdalena von Schmidt, aufgrund der Androhung ihres Mannes von körperlicher Gewalt gegen meine Person und der unbeglichenen Zahlungen sehe ich mich leider außerstande, sie heute in Person bei ihrer persönlichen spirituellen Sitzung anzuleiten. Da ich aber weiß, wie sehr sie die Hilfe der Engelskräfte in diesen dunklen Stunden benötigen, schicke ich ihnen einen Wachszylinder mit meiner Anleitung und meiner Anrufung der Angeloi.
Weiterhin übersende ich Ihnen silberne Kerzenhalter, das geweihtes Pendulum, das empfindlich auf spirituelle Schwingung reagiert. Insbesondere böser Natur habe ich Ihnen ja beim letzten Mal überlassen. Machst du die Musik bitte etwas leiser? Ja, mache ich gleich. Ich habe sie schon leiser gemacht, ne? Mach sie aber gleich nochmal. Jetzt ist sie wieder ganz weg. Da ist sie. Okay. Warum ist er jetzt weg? Liegt es vielleicht an mir? Oh, ich glaube, ich habe hier ein Kabelproblem. Eine Sekunde. Weird. So, ich muss hier auf jeden Fall demnächst mal die Kabel checken, aber nicht heute. Weiterhin übersende ich Ihnen silberne Kerzenhalter, die Sie sicherlich brauchen können. Das geweihte Pendulum, das empfindlich auf spirituelle Schwingungen reagiert, insbesondere böser Natur, habe ich Ihnen ja beim letzten Mal überlassen. Ich habe mir erlaubt, die Kosten hierfür der letzten unbeglichenen Zahlung hinzuzufügen. Wachszylinder und die Kerzenständer. Endlich. Endlich mal wieder ein. Das ist mein Ball. Merk dir das mal. Ich will doch nur kurz mal mit dem spielen. Nimm doch deinen eigenen. Der ist aber gar nicht rot. Du kleiner Trotzkopf. Na gut, aber du bringst ihn mir wieder. Versprochen? Versprochen. Ich mach mal gerade die Musik ein klein wenig. Moment. Tadengröße, Intensität. Die Musik ein bisschen, genau hier. Ihr seht schon, da habe ich schon echt ganz schön runtergedreht, ne? Weil die ganz schön aufzwirbelt. Ab einer gewissen. Die ist gut, die ist wirklich gut. Ich möchte sie gar nicht, ne? Aber man. Wenn da noch gesprochen wird im Spiel, ist es teilweise echt gar nicht so einfach, ne? So. Ich glaube, das ist okay. Wie komme ich am schnellsten? Ich glaube, hier komme ich wieder zurück. Ja. Der mürrische Mann. Ey, es könnte ja sein, ist bei der anderen Seite eventuell die Mutter. Hat jeder seinen eigenen Flügel? Ah, und ich bin natürlich falsch gegangen. Da will ich auf jeden Fall noch hin. Das sieht gut aus. Du weißt, du hast es geschafft, wenn dein Haus einen eigenen Park im Haus hat. Mit Dach. So, jetzt gucken wir mal. Hier müsst ihr jetzt dann nach allen Regeln der Kunst wie das Frauen-Mutterbild sein. Hey, nicht schubsen. Wenn du so eine lahme Schnecke bist, du hältst die Räuberleiter nie richtig. Ich hab euch gesagt, ihr sollt nicht immer durchs Fenster reinsteigen. Aber ihr habt ja nicht. Ja, ich hab extra geklopft. Und du bist nicht gekommen. Ich geh gleich hin. Ach, ihr. Dann kommt jetzt rein. Ich hab alles schon. Nicht okay. So laut. Der Großvater schläft. Großvater, Großvater! Okay, da rein. Ja. Ehrgeehrte Frau von Schmidt, bitte befolgen Sie meine Worte genauestens, damit die spiritistische Sitzung auch ohne mein Beisein zum Erfolge führt. Unterbrechen Sie die Aufzeichnung meiner Stimme auf dem Wachszylinder, bis Sie den von mir beschriebenen Schritt korrekt ausgeführt haben. Okay. Beginnen Sie, indem Sie die 5 silbernen Kerzenhalter auf dem Tisch platzieren, die ich Ihnen geschickt habe. Ich habe sie natürlich in Weihwasser gebadet. Also. Ich habe jetzt gerade, als der entscheidende Hinweis kam, nicht aufgepasst. Was genau? Was hat er gesagt? Beginnen Sie, indem Sie die 5 silbernen Kerzenhalter auf dem Tisch platzieren, die ich Ihnen geschickt habe. Ich habe sie natürlich in Weihwasser gebadet. Sie haben die Kerzen und die Streichhölzer.
Okay, das Pendulum pendelt, glaube ich. Sobald ich die alle angemacht habe, ja. Ah, okay, klar. Natürlich, ich muss in der Reihenfolge machen. Ich dachte, mit dem Salz soll ich es irgendwie unten zeichnen. Ja, aber hier. Macht er dann auch, okay. Ach so, muss das von da immer zum anderen gehen? Ganz kurz gucken. Nee, doch, ja. Ich meine, es ist ja nicht so, ne, als ob ich das Kapitel über diesen Kram nicht schon längst gelesen hätte, Herr Lehrer. Aber ich tue trotzdem so, als würden Sie mir was beibringen. Okay. Das sollte man wirklich nie machen, sowas. Ich bin mir zu unsicher, ob ich nicht doch einen Fehler mache damit. Simon, nein! Ja, aber ich muss es für die Klicks. Für die Klicks und die Werbegelder. Verkaufe ich meine Seele. Ja, komm, machen wir hier. Zack. Zacki, Zakowski. Ich glaube an den Quatsch doch eh nicht. Was soll schon passieren? Wahrscheinlich, wenn man sowas im Spiel macht, zählt das ja nach gewissen Kirchen in den USA wirklich als eine echte, also für die habe ich das quasi dann auch in echt gemacht. Und dadurch würden die das, niemals dürftest du das spielen. Weil du ja eben dann diese Sache machst. Auch schön, wie die Kamera so ein bisschen suggeriert, dass man halt wirklich ein lebendes Wesen ist. Ist gut gemacht. Dieses leichte dessen Stimme hier vernimmt, Schwingen. Der die Chroniken von Akasha studiert hat. Euer Gewahr ist. Ja. Ich guck mal wegen dem Ton. Ah.
keinen Fall rote Kerzen verwenden. Hören Sie, Frau von Schmidt, what? Niemals rot. Ja, toll. Ja, toll. Was nu? Rot ist Hass. Wer im Hass betet, wird rot werden. Doch nicht vom Lichter. Das ist eine wirklich relevante Information, die am Anfang der Sache wirklich wichtig gewesen wäre. Du spürst gleich was in deinem Arschloch. Von es mir. Es ist nicht Maria. Es ist ihr luzifedisches Gegenstück. Macht doch. Die Schmerzen. Na, vielen Dank für gar nichts. Ich meine, das würdest du am Ende so einen Rückzieher machen? Ihr hört's auch nicht mehr, oder? Also letztes Mal war das ja die Hausklingel. Aber hier ist ja nichts. Das müsste ein Telefon sein, aber war hier überhaupt ein Telefon? Oh, das ganze Blut sehe ich jetzt auch erst. Erster Stock. Ich bin der Telefonmann. Das ist halt gegen jeden Instinkt. Ich würde ganz sicher nicht. Du rutschst doch schon aus auf dem Gekröse da unten. Da würde ich doch nicht noch. Komm, jetzt ist Zeit, das Messer zu nehmen. Wirklich, jetzt ist wirklich Gib Zeit. Jetzt ist Messerteil. Dolch zurück. Es tut mir leid, Paul. Ich. Und jetzt raus mit dir, du Dieb. Du bist nicht mein Sohn. Der schmiert den ganzen Boden voll. Schmerzmutter, ey. Hast du eine Schmerzmutter, dann hast du immer Schmerzbutter. Schmerzmutter hat die besten. Was hat sie eigentlich? Wir wissen es noch nicht. Klauen wahrscheinlich. Die Locations sind echt schön gemacht. Auch geräumig. Das ist noch ein Waschbecken. Mit zwei Hähnen. Wie so ein Tim Taylor. Heimwerker King. Upgrade, was keiner braucht. Tieranatomie oder was ist das? Ich glaube ja, Pferde. Warum bist du nicht zuerst in den Krieg gezogen? Warum? Ja, das ist natürlich dann echt krass, ne? Die Schuld des Überlebenden und dann noch, wenn die Eltern da auch noch mitmachen und dann geht der auch noch mit und stirbt auch noch. Du
Alter, hätte wissen müssen. Die nie in der Geschichte der Badewanne in Horrorspielen ist jemals etwas Gutes daraus gekommen. Wirklich nicht darauf mitgerechnet, obwohl ich hätte damit rechnen müssen. Ich weiß, es war offensichtlich. Ich sag ja, ich habe kurz in den Chat geguckt, plötzlich werde ich aus der Badewanne angegriffen. Na tja, vielen Dank. Die sieht ja erstmal ganz chillig aus. Die sieht ja gar nicht so schlimm aus. Hier, die olle Schmerztante. Mama, aua. Oh, guck mal, der unten, da hat sie ihren Fuß aufgepiekst. Deswegen kann ich voll verstehen, dass die so ein schmerzverzerrtes Gesicht hat. Würde ich auch machen. Das ist noch schlimmer, als wenn du auf Lego trittst. Ich meine natürlich auf Klemmbausteine. Ganze Arbeit, ne? Und alles dann doch wieder im Arsch. Dann bau den Scheiß wieder auf und mach ihn wieder kaputt. Aus Alien-Sicht müssen wir absolut lächerlich witzig das sein. Das waren keine Soldaten in der Kirche. Ich weiß es. Ich habe Schreie von Frauen gehört, als unsere Gasgranaten eingeschlagen sind. Die anderen behaupten, dass ich mir das eingebildet habe. Aber ich weiß genau, was ich gehört habe. Ich glaube, Rosala weiß es auch. Er hat die Granaten verschossen. Und war kreidebleich. Heute Nacht werde ich nachsehen. Ich muss Gewissheit haben. Ja, natürlich macht es noch schlimmer. Aber es ist eigentlich... Also, wie alt die Leben sind, die du da gerade ausrottest, ist fast egal. Auf welcher Seite die sind, ist auch fast egal. Aber ja, ich verstehe. Ich verstehe den. Dass es da noch Abstufungen gibt. Aber ja. Sokoban, plötzlich. Komisch, ich will eigentlich nach links schieben, aber irgendwie gelingst mir das nicht. So. Und ihr? Du bist einfach nur eine Kiste zu viel. Okay. Kannst du morsche Holzbrettern und maroden Wänden zu Leibe rücken, die dir im Weg stehen. Entrons dans l'église. Ja, Eintritt verboten. Nous part. Aguerrant avec vous, c'est dans nos dispositions. Ich habe irgendwie kommt es mir vor, ja, als würde ich es verstehen, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Auf zur Kirche. Das ist doch ein Trick. Das ist direkt die nächste Falle.
sucht Zuflucht bei der Mutter Gottes. Kommt zur Kirche, dasselbe nochmal. Ist natürlich gute Werbung, also ist wirklich auch gut platziert. Zeitpunkt ist ideal, um die Leute in die Kirche zu treiben. Das ist schon gut. Gutes Marketing-Team. Tja, wo ist denn die Axt? Vielleicht, ja. Ich meine, aber es zeigt ja wirklich sogar das Axt-Symbol, ne? Oh, näher ran. Au, Nase. Nase ist permanent am Jucken, ey. Sie die Schmerzmama. Ich will lieber hier lang. Oh oh. Das kenne ich noch. Da werde ich nicht gegenlaufen. Shit. Also da komme ich jetzt nun wirklich nicht vorbei, ohne die Dinger zu berühren. Aber ich glaube, das soll ich auch. Es sei denn... Nee, ich kann da nicht lang. Na ja, gut. Alles liegt in Trümmern. Fast scheint es, als hätte sich eine schreckliche, unaufhaltsame Kreatur den Weg durch unser Dorf gebahnt. Die Überlebenden werden in unserer Kirche Zuflucht suchen. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beschützen. Gott stehe uns bei. Ist das denn jetzt die Kirche, die mit den Gasangriffen beschossen wurde? Ich weiß es gerade nicht genau. Würde jetzt auf jeden Fall auch ja, nicht mehr viel ändern. Das ist eh alles im Arsch. Okay. Nicht schon wieder, ich will noch die Kiste aufmachen. Oh, einmal hätte ich es machen können.
Kreatur Hunger. Wirkt, als wären so die... Die Reiter, nicht die Reiter der Apokalypse, sondern die Reiter in so einer, also in so einer Kriegssituation. Das erscheint mir doch ein bisschen laut, hier das jetzt einzureißen, wenn ich mal ehrlich bin. Na gut. Muss sein. Schrank? In den Schrank rein? In die Schublade rein? Vielleicht? Nee. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Ich hatte recht. Oh Gott, es waren Zivilisten in der Kirche. Ich habe unserem frisch gebackenen Leutnant melden wollen, was ich gesehen habe. Aber er wollte es nicht hören. Hat gelacht. Sagte, ich soll nicht heulen vor versammelter Mannschaft und dass die Heeresleitung weiß, was sie tut. Dabei habe ich ihn gewarnt. Ich erkenne ihn nicht wieder. Was haben Sie aus ihm gemacht? Ich werde versuchen, mit dem Kompaniearzt zu reden. Vielleicht gibt es Überlebende. Warum sollte ich das machen, ne? Ist ja irgendwie Quatsch. Oh, der hat auch die Handaugen. Der hat die guten Handaugen.
Es sind Handohren. Es sind Handohren, wirklich? Na gut, wenn es der Entwickler sagt, ne? Ein kleiner Marienschrein. Du hältst all das für unsinnigen Aberglauben. Ja, aber angesichts der Länge der Kerzen zu urteilen, viele andere nicht. Weil wir alle wissen, die Länge entscheidet auch über die Länge der Warteschlange. Hier später. Ihr wisst schon, goldenes Tor und so. Ja, glaubt ihr etwa, die kommen alle gleichzeitig rein? Glaubst du, das Tor ist so groß, dass alle Menschen, die jemals gelebt haben, gleichzeitig rein dürfen? Never ever. Beetlejuice, das Ende von Beetlejuice. Oder kriegt er nicht doch, da kriegt er doch diese elendslange Wartenummer. Von dem Game habe ich gar nichts mitbekommen. Sieht ja mega aus, ne? Deswegen kommst du ja zu mir. Was ist denn der heißeste, neuesten Scheiß für dich? Oh, ich könnte die ablenken und dann hier hochgehen. Das mache ich. Ich habe eigentlich auch noch... Ich habe so viele Spiele, die ich demnächst noch spielen will. Aber Schocktober steht ja auch bevor. Und das ist erstmal am wichtigsten. Okay, komm. Kann ich da noch... Oh, das war eine furchtbare Sirene. Ey, ernsthaft? Im Keller unter dem Bürgermeisteramt, wo ich die ersten Jahre gelebt habe, da bin ich ja immer rumgelaufen, habe ich immer erzählt, habe mir den ganzen Scheiß angeguckt. Da hatten die auch so eine Sirene, so eine Handsirene, und die hat genau das Geräusch gemacht. Wirklich, genau das Geräusch. Ich weiß noch, dass ich die ein paar Mal benutzt habe und einfach nur, weil es geil war, aber ich habe richtig Angst bekommen davon, weil ich dachte, die Leute, also weil die halt bewusst ist, du machst die Leute extrem darauf aufmerksam, dass du dieses Ding gerade benutzt. Aber Gott, war das toll. Aber die klang genau so. Der Pfütz kriegt direkt Gänsehaut. So. Was will man einfach nicht hören. Oh. Ich meine, diese Hungerwesen, die stehen ja entweder für Hunger wirklich oder halt für irgendwelche namenlosen armen Schweine, die im Krieg fallen. Ich weiß es nicht. Notre Dame stand an der Kirche. Die Alten haben sich wohl geweigert, ihr Dorf zu verlassen und bei der Mutter Gottes Schutz gesucht. Wo ist sie gewesen? Was wird sie mit uns machen, wenn sie erfährt, was wir getan haben? Und wir? Die Front frisst sich voran und wir haben die Welt in die Hölle auf Erden verwandelt. Unsere Gebete hört nur der Teufel. Beetlejuice ist ein ganz fantastischer Film mit Michael Keaton als Beetlejuice. Das ist wirklich einer der Top-Klassiker seiner Zeit. Der muss man nicht kennen, aber, also ich meine, muss man schon kennen, aber ich, solche Formulierungen sind immer blöd, aber der ist schön, weird, unterhaltsam, ohne Ende, geile Figuren, geile Charaktere, eine absurde Geschichte und auch eine eigene Welt, die wirklich nochmal was ganz Eigenes hat, was irgendwie noch gar nicht so ausgeschlachtet wurde wie andere Welten. Und kommt jetzt demnächst auch ein zweiter Teil. Sollte man also echt gerne nachholen. So. Von Tim Burton. Natürlich. Alter! Alter, ey. Das hat mich jetzt wirklich erschreckt. Das ist ja wirklich ein Slowburner am Anfang. Nimmt sich Zeit für die Atmo auch. Ist auch richtig. Hauspart ist dann vielleicht ein bisschen zu lang gewesen, aber das ist jetzt richtig geil gewesen. Wow. Auch tolles Monster-Design. Ich meine, die frisst den Hunger. Die Schmerzmutter frisst den Hunger.
Nee. Richard Michalski. Hab den Franzosen stundenlang rufen hören. Er steckte nach Beschuss im Stacheldraht fest. Sein Kamerad ist raus zu ihm und hat versucht, ihm zu helfen. Der neue Leutnant war mit Feldstecher bei uns und hat Schießbefehl gegeben. Hat den Kameraden Otto erwischt, wie er absichtlich daneben schoss. Tun doch die meisten von uns. Der Leutnant hat dem Otto gesagt, dass er beim nächsten Sturm auf den Feind als erster raus muss. Der Franzose hat seinen Kameraden nicht aus dem Draht freibekommen und ist zurück in seinen Graben. Ich habe das arme Schwein im Draht noch 3 Nächte rufen hören. Wenn das Niemandsland einmal war... Wen das Niemandsland einmal hat, den gibt es nicht mehr frei. Schon Haare am Sack. Muss aufpassen, dass er sich die Stiefel nicht schmutzig macht. Erstmal runter. Hier hätte man vielleicht, weil man ja in den Knien ist, vielleicht so ein anderes Geräusch nehmen können, ein bisschen leichteren Tritt. Weil es ist schon laut, aber vielleicht wollte es ja auch so, aber... Shit, also wenn ich da jetzt runtergehe, komme ich nicht mehr hoch. Dann mache ich das später. Gehe ich jetzt erstmal da oben lang, oder? Ich weiß es nicht. Ich gehe doch nicht in so eine Falle rein.
Ah, lass mich raten, das Giftgas? Okay, ich glaube, ich habe einen Bug entdeckt. It's first. Ja, so ist das halt. Ja. Peinlich, liebe Entwickler. Ja, ihr hättet Simon euer Spiel nicht geben dürfen. Das wissen doch alle. Was soll das? Warum schicken Sie uns so einen als Kompanieführer? Jemand sollte ihm das Offiziersgrinsen austreiben. 2 Wochen im Graben und er hat nichts mehr zu lachen. Ist er bald wieder zu Hause, der Junge? Zur Not in der Kiste. Muss er wenigstens sich selber laufen. Lass das. Gibt ihm wenigstens eine Chance. Ja, ist natürlich echt, ne? Du kommst dahin, nicht mal deine eigenen Kameraden nehmen dich ernst, weil sie den Verschleiß kennen und dich erst nach einer Weile wirklich als soliden Kameraden akzeptieren und du weißt überhaupt nichts und hast auch das Gefühl, alles ist um dich rum wahnsinnig und es ist so verrückt. Ach ja, es ist einfach keine gute Zeit. Kann man, glaube ich, so festhalten. Nicht die beste Zeit, um zu leben. Also für niemanden, insbesondere aber als Mann, wird auch zu wenig gesagt, dass die ganzen Männer ja auch den ganzen Shit immer machen. Oh, ist es hier jetzt vorbei? Bin ich zu weit? Ja. Ich hätte es wissen müssen, aber ich dachte, ich muss jetzt vielleicht... einfach durch. Weiß ja auch nicht, ob der echt ist. Das Gas, das Senfgas. Also immer, wenn geschrieben wird, Notizen gemacht werden, dann wird auch gespeichert. Okay. Bin mir gerade nicht sicher. Was? Selbstmordstiege? So heißt die einfach nur, oder? Ja, okay. Wenn du unbedingt willst, dann geh hier hin. Eine Erkennungsmarke, ja. Soldat! Hier drüben! Hallo! Hier drüben! Mach schon los! Vielleicht ist es der Dude, der in dem... Nee, der ist ja auch schon tot. Aber der hier im Draht hängen geblieben ist. Ich sitze hier fest. Wo wartest du? Ah, im Flieger. Der überlebt doch eh nicht. Ich sag's noch. Besser den als mich. Jetzt iss ihn doch bitte einfach. Mein Gott, ich weiß, was Sie sind. Kontakt der oberen Heeresleitung zur Frontlinie im Westen ist abgebrochen. Grund unbekannt. Nach Abschluss der Aufklärungsfluges ist umgehend Bericht zu erstatten. Aufgrund der wahrscheinlichen Unterwanderung durch den Feind im Inneren ist der Kontakt durch den Piloten persönlich mit der ORL über die Telefonanlagen des Kommandobunkers herzustellen. Vertrauen Sie niemandem. Der Kaiser zählt auf Sie. Das ist ja interessant. Was ist das denn? Ja, komme ich nicht ran, ne? Weil der Maschendrahtzaun das irgendwie verhindert. Aber ja, ist ja klar, dass ich in keiner normalen Umgebung gerade bin. Aber das hier finde ich schon ein bisschen ungewöhnlich. Ludwig Langenberg. Ja, man hört ganz viel über, also man kann ganz viel lesen über die, sag ich mal, die Auswirkungen von Senfgas und wie man da stirbt. Das ist auf jeden Fall kein schöner Tod und die Leichen sehen auch entsprechend aus. Rudolf Lohmann.
Martin Pokora. Ich frage mich gerade, weil es wäre auch am einfachsten wahrscheinlich, ob die Namen, sag ich mal, auf authentischen, echten Verlusten basieren. Das wäre ja eigentlich das Einfachste, sag ich mal. Louis Lambert. Kopf runter, ja. Wenn du ein Schild dafür brauchst, was dich daran erinnert, dann bist du entweder zu lang hier drin oder nicht lange in diesem Ding drin. Erich Fassbender, Köln. Postkarte von Erich. Mein Liebchen, bald werden wir Hand in Hand durch den herbstlichen Stadtwald spazieren. Dann hab ich dich wieder, du und unser Köln. Ihr habt mich dann auch wieder zurück. Ich hoffe, du freust dich so sehr wie ich. Ich zähle die Tage. Manchmal höre ich aus dem Graben der Franzosen Flötenspiel. Dann denke ich an dich und weiß, es wird alles wieder gut. Küss mein Mämmchen von mir, dein Erich. Tja, am Orsche. Am Orsch die Räuber. Nix davon. Schön hier mit einem Bajonett filetiert werden. Das ist das Schicksal, was auf dich wartet. Schlammweg. Die haben so geile Namen, ey. René Louvel. Feindfeuer, okay. Allein die Vorstellung, ne? So lange hier zu leben, dass hier die Zeit ist, Regale anzubringen, sozusagen. Ne? Ich weiß, die sind wahrscheinlich zum Stehen. Aber, ne, einfach ein gut gegraben, so ein richtig aufwendig gegrabener. Heute hättest du so angebrachte Flat-Fernseher. Und noch irgendwie Shishas. Irgendwie Shisha-Bar und Wettbüros wären da auch dann zwischendurch. Rattennest. Ah, okay, das klingt auch nicht gut. Was ist hier? Der Heldenweg. Heldenweg oder Rattennest? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich beides scheiße, oder? Da liegt der ganze Dickdarm. Das sieht eher so aus, als ob die Ratten sich hier an die Leichen gemacht haben. Und jetzt frage ich mich direkt, was ist mit dem Rattenweg? Ratten ist sicherer Tod. Heldenweg tot wahrscheinlich. Denen sind wohl die Männer ausgegangen. Jetzt schicken sie alles eine Nummer kleiner. Leutnant? Leutnantchen wohl eher. Aber stolziert wie der Kaiser selbst. Wir sind denen da oben einen feuchten Dreck wert. Sonst hätten sie uns was Richtiges geschickt. Scheiße. Scheiße! In der Schule hätten wir so einen runtergestürzt. Adel hier im Graben. Die Ratten werden sich freuen. Und die Läuse erst. Ja, haben wir noch Dosenlichter? Den müssen wir aufpäppeln. Dann wird am Ende noch ein Soldat aus ihm. Kompanie, Achtung! 27 Mann angetreten und bereit, Herr Leutnant. Warum glaubt alle Welt, dass ich einen Einfluss auf unseren neuen Leutnant und die Befehlskette habe? Wie soll ich mit bloßer Hand in diese rasende Maschine greifen? So weh es mir tut. Wir haben nur noch den Fluch unseres Namens gemein. Eine von denen ist die moosbewachsene Seite. Das ist alles, was ich weiß. Als wären diese verdammten Gräben, dieser verdammte Krieg nicht genug. Jetzt ist mir der Fluch meines Namens aus unserem Hause bis an die Front gefolgt. Alle spüren es. Es schleicht durch die Gräben. Nur unser neuer Leutnant merkt es nicht. Hm.
Das machen die ganz gut, dass sie einen... Ich meine, das ist ja eindeutig nicht ohne Grund, aber warum ist das so? Oder ist das ein Bug, liebe Entwickler? Ist das ein Bug oder soll das so sein? Das ist alles, was ich wissen will. Weil, wenn es so sein soll, warum bewegt sich das denn nicht? Ist es ein Bug, dass sich das da unten nicht bewegt? Wie so eine Weihnachtskerzenkette, ne? Die einfach dann so ein Ding und hier ist ein Zacken nicht richtig und dann dreht sich das, bewegt sich das nicht. Ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne wissen. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass sie es ganz gut machen, mit dem Sound einen auch immer zu leiten, weil man immer irgendwo was hört, ein Pochern oder so. Zum Glück kein Oliver. Aber ja. Man weiß immer irgendwo, hier geht's weiter. Das ist ein Feature? Okay. Das erfährst du später noch. Ich will aber nicht da lang. Ja. Okay, herein. Immer mitten ins Gesicht, ne? Endlich. Bist du das, Soldat? Warst du das am Flugzeug? Meine Augen. Ich kann nichts mehr sehen. Aber jetzt können Sie mich nicht mehr täuschen. Es sind Lügen. Nichts von dem ist wahr. Nichts. Die Heeresleitung. Wir müssen die Heeresleitung in Kenntnis setzen. Der Kaiser muss wissen, was hier geschieht. Der Krieg ist nicht vorbei. Der Feind ist hier. Wir müssen den Krieg für uns entscheiden. Für uns und das Vaterland. Hör nicht auf die Deserteure und Verräter. Bitte, du musst mir helfen. Gib mir etwas, irgendetwas, um die Nerven zu beruhigen. Gegen den Schmerz. Im Norden gibt es einen medizinischen Transport. Bitte. Ich. Meine Augen. Meine gottverdammten Augen. Der Feind. Sie waren in meinem Kopf. Ich habe sie gesehen. Ja, ich bin wirklich sehr von der deutschen Lokalisation, die ja das Original ist, angetan. Weber, der Kaspar und ich sind vom Leutnant zum Latrinendienst verdonnert worden für 3 Wochen. Völlig grundlos. Er hat sich wohl mit dem Funker gestritten. Familienstreit? Nun lässt er seinen Zorn an uns aus. Er hat uns als Feiglinge beschimpft. Dabei haben wir nicht einmal gehört, worum es ging. Kaspar hat die ganze Nacht geweint. Seine Verlobte schreibt ihm nicht mehr. Und nun 3 Wochen Latrinendienst. Das hat er nicht verdient. Rudi Lohmann. Ist da noch mehr? Nee. Das ist aber schön, dass man auch mal was anderes sieht. Eingestellt, Kehrdienst, Küchendienst, Latrinendienst. Ich weiß nicht, was ich lieber machen wollen würde. Ah, jetzt weiß ich's.
Ach, und auch noch so mitten in den Sipsch reingelegt. Du weißt genau, dass jedes zweite oder dritte Blatt ist dann so angesipscht. Und du kannst es bis zum Papp, bis zum Pappkern poolen. Und es bleibt trotzdem jedes Mal der Glipsch noch drin liegen. Ach, ist das ekelhaft. Okay, Alter, da wird mir richtig übel. Das finde ich zum Beispiel richtig ekelhaft. Kann ich mir nicht angucken. Hamburger Chaussee, Brauerei Stiege. Ah ja, nicht schlecht. Ein wenig Fronthumor. Woher kommt das ganze Wasser? Wenn es weiter steigt, werden wir hier absaufen. Jansen, der Fischkopf, behauptet, er sei das von der Küste gewohnt. Aber so viele Ratten schwimmen sicher nicht in der Ostsee. Widerliche Viecher. Und bissig. Fällt wie Brauer. Wir haben nur noch Pech, seit der Neue das Kommando übernommen hat. Und Hunger. Ich könnte fast ein Pferd fressen. Jansen hat eine Ratte gekocht, nachdem sie ihn gebissen hat. Sein Bein ist ganz aufgequollen. Er hat das Mistvieh tatsächlich gegessen. Ich wollte nichts. Mir wird speiübel bei dem Gedanken daran. Zu was uns der Hunger macht. Feldwebel Brauer. Aber eine Ratte essen fände ich doch noch okay. Das sah auch nicht anders als in Demolition Man, der Rattenburger. Wo ich immer denke, der sah voll lecker aus. Ich hätte auch gern einen gehabt, um reinzubeißen. Mal austesten, muss ich sagen. Hast du schon mal Pferdesalami probiert? Ich glaube einmal, hat mich aber nicht überzeugt. Spielst du das Spiel heute durch oder wenn nicht, noch weiter? Also ich... Der Chat sagt, Entwickler sagt, meine Einschätzung ist, dass Simon heute nicht durchkommt. Es gibt einige Chapter und er nimmt sich die Zeit. Danke dafür, Simon. Ja, mache ich natürlich gerne. Ich werde aber jetzt auch nicht mehr so lange spielen. Also so 2 Stunden ist schon so die Zeit. Und dann mache ich es ein bisschen davon abhängig, ob es Leuten gefällt, ob ich das dann weiterspiele. Ich finde es auf jeden Fall, um ein kleines Fazit zu machen. Ich mag sehr, dass es auf der akustischen Ebene, die Sound-Ecke ist wirklich toll gemacht, toll gelöst, sowohl Synchro als auch die Geräusche, wie man hört. Abmischung ein bisschen weird, kann man sich aber einstellen und es ist ein bisschen zu ruhig manchmal und die coolen Grusel- und Splatter-Humpen, möchte ich sie fast nennen, Momente, die sind fast zu spärlich. Er wird das Wein bringen, das hat Vater immer gesagt, es war sein letzter Wunsch. Aber er ist nicht mehr hier. Dieses Haus hat er nur für sich gebaut. Lichterfelde. Er wollte schon immer, dass Johannes in die Kadettenanstalt geht. Und jetzt Paul. Ich sollte ihm Soldaten gewähren. Das ist alles. Oder? Johannes hätte gut daran getan. Du hast doch selbst gesehen, was deine Erziehung aus ihm gemacht hat. Eine Schande ist das. Ja, man kann so ein bisschen die Mentalität nachvollziehen, warum die alle so verblendet waren und also ich meine, dass einfach die Väter es auch einfach nicht gecheckt haben und natürlich das total verherrlicht haben und so. Das Gute an Pferd, es wird nicht für den Verkehr gezüchtet. Verzehr! Mein Gott, ich dachte schon, was habe ich da gelesen? Zum Glück wird es nicht für den Verkehr gezüchtet. Also ich meine, für alle Arten, eigentlich egal welche Art von Verkehr. Auf jeden Fall haben diese Pferde es nicht überlebt, aber das hier sieht aus, als ob da noch einiges geht. Nee, jetzt ernsthaft, ist nicht lustig. Aber die Beine waren halt schon auch lustig gespreizt. Ich kann nicht anders. So.
Kiste, Kiste, Kiste. Ja, guckt euch ruhig mal im Westen nichts Neues an. Der ist wirklich fantastisch. Buch ist auch schön, aber der alte Film auch, aber das Netflix-Ding ist auch toll. Aber also toll, mit toll meine ich heftig. Ja, jetzt habe ich das Morphium, aber nimm doch zwei! Oh, nicht das Ganze! Die Schmerzmutter mit den Hängemöpsen! Also ihr Design ist zu euch super gelungen. Also richtig. Das könnte auch. Also ist wirklich gut gemacht. Len! Was? Warum? Wofür war das? Die Geräusche sind toll. Er ist dein Sohn! Oh, oh, Gott, der tut dich so fies! Weißt du, dass ich diese Sprache unter meinem Dach nicht dulde? Das spricht doch wieder dein Vater! Das sprichst nicht du! Du bist gar nicht mehr da! Unsinn! Vater hatte recht. Du hast mir einen Sohn verzogen mit deiner Hysterie. Den zweiten wirst du nicht verderben. Wenn der Paul weg ist, bin ich ganz allein in diesem Haus. Mit deinem Vater. Ersoffen. Die hat's mir ersauft, die Sau. Als wär ja, aua, Katze der Sack. Krass, also ganz ekelhaft. Wow. Eklig. Aber hier, das ist eine gute Ecke. An der Ecke hören wir jetzt auf. Ihr habt nämlich jetzt wunderbar nochmal gesehen, was in diesem Spiel so die Highlights darstellen. Wir haben, glaube ich, jetzt echt viel gesehen vom Spiel, was das Spiel ausmacht, warum es gut ist. Ich war auch überrascht, weil ich habe das natürlich mir im Vorfeld mich informiert und deswegen hatte ich das in meiner Wishlist und wusste, dass das mich interessiert. Aber man weiß ja nie, wie sich das entwickelt. Und bei der Hausgeschichte dachte ich erst, okay, jetzt doch wieder nur Haus. Aber sie haben, finde ich, sehr schöne Mixtur gefunden. Und es ist auch gut, dass man im Haus mindestens einmal war und vielleicht auch nochmal hinkommt. Waren ja verschlossene Türen. Aber die was ich sagen will, also dass die Abwechslung zwischen dem Haus und dem Weltkrieg eigentlich ziemlich cool ist und dass es auch wichtig ist, dass man einmal diese Familie vielleicht so ein bisschen, man sieht, wo sie herkommen, man sieht so ein bisschen, man hat die Möglichkeit, diese familiäre Bindung, um die es ja auch geht, den Ursprung und die Probleme der Familie sozusagen abzubilden, bevor man dann wieder zurückkommt zum Weltkrieg. Da ist vielleicht hier und da nicht immer die Balance perfekt, aber ich muss sagen, richtig schönes Ding, hat mich sehr unterhalten und jetzt schicke ich euch direkt woanders hin. Ich wollte eigentlich heute noch was anderes machen, aber wisst ihr was? Komm, das hat mich jetzt hier so schockiert. I call it a day. Und wir sehen uns gerne dann beim nächsten Mal wieder. Dann gibt es wieder irgendwas Neues. Ich habe so viele Spiele parat, aber das kam heute raus. Ihr könnt es jetzt kaufen. Ich glaube, es kostet 20 Euro. Danke an den netten Entwickler. Ich habe den Namen jetzt vergessen, wer es genau war. Aber danke, dass du hier warst und Rede und Antwort gestanden hast. Genau. So. Was ist denn noch? Ist hier Rocket Beans? War vorhin scheinbar online. Sind die noch? Nee, ne? 32 Euro bei Steam. So, das ist der Preis. Rocket Beans ist nicht mehr da. Doch,
Okay, dann jetzt Rocket Beans, meine Freunde. Viel Spaß da. Just Chatting mit Nils und Ede. Und geht's um Fußball? Ich weiß, ja, es geht um Fußball. Okay, cool. Freut mich für euch. Bundesliga. Viel Spaß da. Sagt mal Hallo. Fußball. Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. Hey, ho, ha, Fußball ist nur nach Fußball sollst du streben, denn all, denn du, wie Wein die Reben ist Fußball geil. Fußball, 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 la 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 la. Allalalal, ein Ball, Wahnsinn, alle rennen hin. So, also jetzt müsst ihr aber mal, ich schicke euch jetzt rüber. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht dafür. Bis dann, tschüss. So, okay, das war's. Liebe Menschen, ich bedanke mich und sag euch jetzt nicht mehr viel, außer dass ihr gerne mich supporten könnt mit Kommentaren. Gerne meinen Zweitkanal abonnieren. Ich weiß genau, es gibt noch einige von euch. Die gucken diese Videos und haben noch nicht abonniert. Warum? Was habe ich euch getan? Was habe ich euch getan? Was ist eine kleine Bambine? Wie soll eine kleine Bambine überleben, wenn ihr nicht abonniert? Jetzt kommen wir mal. Greif mal in deine Tasche. Komm, ich weiß genau, du hast mir die Kohle. Mach mal ein bisschen ein Abo. Ich verlange nicht mal was. Ich will nur so gut. Also ich will einfach nur, dass ihr abonniert. Abonnieren, verdammt nochmal. Abonnieren! So. Bis dann. Tschüss. Abonnieren!